Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exos Zockte Sims 4. Und ich hoffe auf der einen oder auf der anderen Art und Weise familienadäquat. Und was haben wir gestern alles erlebt? Ja, die junge Dame hier hat hier einige Verbesserungen hinter sich gebracht. Also hier an der Stereoanlage unter anderem. Und der Junior ist noch in der Schule und ich glaube Papa, ich glaube es, ich bin es nicht sicher. Wo ist er hin? Wo ist der Papa hin? Der hat gekocht gestern, also hier Essen. Ich glaube, der ist jetzt am Jogging oder so. Ich muss mal gucken, wo er hängt. Ja, der ist am Jogging, da ist er. Ja. Und wie der hier am Jogging ist, guckt euch mal hier die Umgebung an. Da macht das Spaß. Das macht Bewegungsförderung erster Kajüte. Da kriegt man Laune dabei. Das ist doch mal schick, sowas. Ich komme gar nicht mit der Kamera so hinterher. Da müssen wir wirklich weiter raussuchen, als wir hinterher kommen. Weil der Junge ja echt so flott ist. Und wenn ich runterzoome, dann sind wir zu langsam. Ey. Das ist auch ein bisschen blöd hier. Hui. Ja. Da flitzt er. Toller Herr. Echt Hammer. Echt Hammer. Gut. Soll Leon die Klassenkameraden sowieso zu sich einladen? Leon ist von der Schule zurückgekehrt. Er gehört zu den besten Landgrad-Grundschülern. Weiter so. Ja, warum nicht? Lad sie mal ruhig ein. Vielleicht wird sie dann auch besser. Ich weiß es nicht. So, was kannst du denn hier machen? Über Teilen streiten, Lieblingstier reden. Das kannst du ruhig mal machen. Hat sie dafür geile Klamotten? Auch so schön farbenfroh. So, bitten zu gehen? Nee, über Schule reden kann man ja mal machen. Leon hat eine Phase durch. Er wird sich bei jeder Gelegenheit ein Instrument schnappen, oft herumbrüllen und alle Radios voll aufdrehen. Was, er macht eine Phase durch? Das ist ja mal ein Ding, dass der eine Phase durchmacht. Über Popkultur, über imaginären Freund bezeichnen, das kannst du ja auch mal machen. Über Spielzeug reden. Und dann kannst du über Eltern beschweren. Wo waren das gewesen? Kennenlernen ist vielleicht auch nicht verkehrt. Lockere Unterhaltung. Ah, die ist ja echt putzig, die kleine Klamotten. Guckt euch das mal an. Ach, das ist das süßig, die kleine hier. Da würde man echt gleich mal mit den Eltern reden. Mehr Auswahl. Über Bruchrechnung reden. Kreativity. Warte mal, Kreativity. Wenn Leon ein Puppenhaus besitzt, kann er am Computer ein Puppenhausgeschichte schreiben, wenn er inspiriert ist. Außerdem erlangt er mehr Zufriedenheit, wenn er auf einem Piratenschiff Spielturm spielt. Das sollten wir auf alle Fälle mal machen, dass wir am Wochenende vielleicht mit ihm mal rausgehen. Levelaufstieg, Sozialitäten. Wie geil ist das denn? Sehr schön. Ja, sie ist ein Vielfraß. Sieht man ihr gar nicht an. Da bin ich mal gerade ganz ehrlich. Das sieht man ihr wirklich nicht an. So. Ja, keine Ahnung, wo man sie nicht reinlädt. Keine Ahnung. Ja. Mentalfähigkeit Nummer 9. Ja, okay, passt. Was will er machen? In Büchern blättern. Kann er schön machen. Sie hat Hunger. Okay, dann lass sie mal ruhig essen. Aber was du auf alle Fälle machen solltest. Nee, auf alle Fälle machen solltest. Bei Hausaufgaben brillieren. Zusammen bei Hausaufgaben brillieren. Mal gucken, ob sie mitmacht. Das ist ja die Frage, die sich da so stellt. Macht sie bei den Hausaufgaben mit? Macht sie nicht bei den Hausaufgaben mit? Ich weiß es nicht. Mal sehen, wer jetzt hier wohl mitkommt oder nicht mitkommt. Ja, und hier sehen wir den positiven Effekt meiner Entscheidung. Hier habe ich echt genug Platz. Hier können wir dann super beobachten, was die Jörn oder was die sowieso generell hier macht. Ja, da laufen die Hausaufgaben durch. Sie futtert und er regt sich über irgendwas auf. Ich glaube, weil sie am Futtern ist und nicht einfach mal mitmacht. Nee, sie futtert einfach. Sie ist ein Vielfraß. Level 7 der Fitnessfähigkeit erreicht. Dominik kann jetzt am Laufband den Berglauf üben. Ja, Hausaufgaben sind fertig. Dann kannst du dich ja mal mit ihr nochmal ein bisschen bitten zu gehen. Unmögliches Rätsel auftragen. Mach mal ein unmögliches Rätsel. Ja, sie ist eine Diva, ja, definitiv. Was will er da machen? Süßigkeiten schwärmen, das geht auch immer. Und dann darfst du das mal aufräumen, weil du Manieren hast. Aber sowas von Manieren. Oh,
Ja, sehr schön. Freut sich. Na gut, Papa räumt's weg. Kann man machen. Will sie jetzt tanzen oder was? Dann könnte er ja vielleicht mittanzen oder so. Nee. Ja, sie tanzt, obwohl da erstmal noch rumgefriemelt wird. Ist ja mal lustig. So, dann kannst du im Prinzip einfach mal sagen, tschüss zu ihr, Tschüssikowski und so weiter. Jetzt müssen wir mal schauen, wie viel Punkte hat deine mittlerweile bei ihr. Oh, du hast auch schon ein bisschen was gemacht. Ja, da ist Nadja. Apropos Nadja, gutes Stichwort. Das heißt, wir können sie ja mal mit einem Leckerli füttern. Wir können mal mit ihr reden. Rede mal mit ihr. Dann kannst du sie mal beobachten. Und dann kannst du nochmal mit ihr reden. Kannst du ja mal nach dem Tag fragen. Jo, dann kannst du nochmal mit ihr reden. Ich habe nämlich gerade was Interessantes nach Nagern fragen. Keine Ahnung. Aufmerksamkeit niedrig. Was ist denn da noch Zufriedenheit? Warte mal, was zeigt man da mal? Oh, komm hier auf. Mann, nicht immer das zeigen hier. Aha, so. Sie ist satt. Aufmerksamkeit sollte jetzt langsam was kommen. Und Aktivität ist sogar zufrieden. Das ist sehr interessant, dass das so zufrieden ist. So, danach solltest du dich um deine eigene Nahrungskette kümmern. Das heißt, du solltest dir hier mal was nehmen. Was gegen den Hunger, um genau zu sein. So, wie sieht's denn bei dir aus? Hygiene, Hunger, aha. Nimmst du direkt was zum Essen? Reste nehmen. Wenn du das gemacht hast, machst du einmal Hände waschen, Zähne putzen. So, okay. Spaß-Sozialitäten weiß ich jetzt nicht. Werden mal sehen. Was ist los mit dir? Aha, du waschst dir die Hände und isst gleich dadurch, oder was? Ich bin sehr irritiert, junger Herr. Es ist merkwürdig, ja. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Es ist sehr merkwürdig. Ja, das ist jetzt kaputt. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, sie muss da noch machen. Kann ein Junior das hier reparieren? Ersetzen könnte er das. Ja, er ist erstmal fertig. Hier, zum Essen setz dich doch mal hier hin. Warum gehen die eigentlich kaputt? Die sind doch getunt ohne Ende. Ist ja mein Ding. Die sind doch getunt ohne Ende. Ich verstehe das nicht. Besser geht's doch gar nicht, ja? So, dann kannst du dich mal mit ihnen hier ein bisschen unterhalten. Mal nach dem Tag fragen, wäre eine Idee. Du kannst mal über die coole Familie reden. Das ist auch definitiv. Du kannst ihn auch mal für gute Noten loben. Was natürlich wenig verkehrt ist. Für die gute Noten hast du gut gemacht, Junior. Der ist echt super drauf hier. Die coole Familie ist nicht zu toppen. Ich finde es super, was Klima Quantum draus macht, auf jeden Fall. Die Mutter ist die Mutter überhaupt, die Mutter aller Kajüten. Wie sieht es denn überhaupt aus? Ich müsste ihn mal maßregeln. Wie sieht es denn da aus mit der Maßregelei? Naja, auch noch ein bisschen Maßregeln. Irgendwie kommt das mit der Maßregelei nicht gut so zustande, weil er einfach zu brav ist. Das ist das Problem. Der Junge ist einfach zu anständig. Das hält fast keiner auf. Ja, dann kannst du das mal aufräumen, du kannst das mal aufräumen. Ich glaube, der nimmt beides gleichzeitig. Ja, okay. So, Papa kann mal reparieren. Damit Papa hier mal ein bisschen was macht, hä? Bitte mal. Danke. So, und dann machst du Joggen danach. Ganz einfach. So, ja, Junior unterhält sich mit Mama. Mama kriegt Sozialitäten, würde ich sagen. Aber sie hat kaum Spaß, ja. Sie müsste morgen einfach mal ein bisschen was anderes machen, abwechslungsweise. So, das heißt, du kannst hier einmal wegwerfen, dann kannst du hier einmal aufwischen. So. So viel dazu. Ja, interessant, wie Mama da herumfrummelt mit den Schraubendreher. Und danach kann der Kleine langsam schlafen gehen. Einmal bitte schlafen, danke sehr. Halt. Nee, 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 nee. Dann muss er erstmal auf Toilette gehen. Boah, wieso muss der so knallhart auf Toilette? Ist ja ganz übel. Boah, warte mal. Wir machen das hier mal weg. Das aufwischen.
Bei Toilette geht definitiv vor. Guckt euch das mal an. Eieieiei. Wenn's pressiert, dann pressiert's. Wa? Ganz übles Kino. Der Gang ist echt übel. Ich weiß gar nicht, warum der so hardcore ist. Warum geht der Balken jetzt schon hoch? Der hat noch gar nicht gesessen. Ich will's nicht wissen, wo es hinging. So, dann darfst du einmal Hände waschen, Zähne putzen, dann darfst du nochmal wischen. So, und wenn du das gemacht hast, gehst du schlafen. So einfach ist das. So, wie sieht's denn da aus? Naja. Es funktioniert. Entschuldigung, das war das Mikro, das war mein Daumen. Der ist mal so an das Mikro rangekommen. Gut, wie sieht's denn da aus? Schön die Zähne sauber machen. Ich finde den Jungen fantastisch. Er ist einfach, es ist der absolute Hammer hier. So. Wo wollte er langlaufen? Keine Ahnung. Ja. Vielleicht hat er den Schrubber geholt. Wer weiß. Papa schläft schon. Papa ist schon im Bett. Das find ich nett. Das ist um diese Uhrzeit doch ganz normal. Papa ist im Bett. Das ist ganz nett. Ja, und Frau Mama ist hier noch voll dabei. Das wird noch ein langer Arm für sie. Oh Gott, was sie hier zu schaffen hat. Wir werden sie mal ein bisschen unter der Arme greifen. So ein bisschen leicht erhöhtem Tempo. Ja? Dann hat sie morgen das noch, das noch, das noch. Das noch, aber nicht morgen, nee. Morgen machst du nur ein Gerät noch. Ja? Immer eins nach dem anderen, ne? Das. Kemat, die Installation der Spülmaschinen-Upgrades abgeschlossen. Boah. Alter Falter, die arme Dame, was die jetzt zu machen hat. Das ist echt übel. Ja? Da kann man echt sehen, was sie zu schaffen hat, ne? Ja? Wow, und sie wird müde. Sie wird müde ohne Ende. Die wird echt gut schlafen, sag ich euch. Wird die pennen, ey. Ich will sie heute noch ins Bett bringen. Deshalb habe ich jetzt noch mehr die Geschwindigkeit erhöht. Noch mehr Geschwindigkeit auf die Schlaferei. So, einmal dahin. Ja. Jetzt hämmer ich immer auf die Taste, weil wenn sich dann lang legt, dann geht es sonst auf die Super-Turbo-Geschwindigkeit. So, hä? Da schlafen sie alle. Und deshalb sage ich euch allen einen schönen Tag. Bleibt soweit gesund. Halt, stopp hier, Mann. Atomare Rückstände entdeckt. Mama, was ist denn hier los? Die Behausung von Nadia ist teilweise verstrahlt. Zum Glück sind die Messwerke so niedrig, dass die Strahlung keine Gefahr für die Sims darstellt. In was für eine gefährliche Sache ist der Nager da bloß entverwickelt? Ich weiß es nicht. Was passiert denn jetzt hier noch? Nicht weiter. Ja, keine Ahnung. Mit dem Nager finde ich doch schon sehr merkwürdig hier. Gut, also wir sehen uns dann morgen und und Papa ist gerade wach geworden. Papa ist der Beste, 3:24 Uhr. In dem Sinne, ciao, ciao, bye, bye und Cheerio.